Jo, grüßt euch. Heute mal ein Video zum Testen mit Controller. Also lässt sich New World einigermaßen mit Controller spielen. Jo, und das Ganze schauen wir uns dann jetzt gleich an. Jo, so vorab erstmal eine kleine Wichtigkeit in den Optionen. In eurer Tastenbelegung belegt erstmal eure Tasten, wie ihr das kennt, wie ihr das möchtet. Und das ist nachher dann wichtig, um den Controller einzurichten. Was ich unbedingt empfehlen kann, bevor man immer Waffe 1 und Waffe 2 mit zwei verschiedenen Tasten hin und her wechselt, einfach eine Taste belegen für aktive Waffe wechseln. Somit kann man mit einem Mausdruck immer, oder mit einem Klick immer zwischen den Waffen hin und her wechseln. Den Rest belegt euch, wie es geht. Was euch klar sein muss mit Controller. Es ist klar, dass nicht alle Tasten belegbar sind. Vielleicht durch Doppelbelegung die Taste gedrückt halten, dann die und die. Das werde ich mir noch anschauen. Aber ich habe mir eine Konfiguration gemacht, wo ich sagen kann, damit bin ich zufrieden. Damit kann ich auch, wenn es drauf ankommt, mit Controller spielen. Ohne viel immer zur Tastatur greifen zu müssen. Eigentlich alles Wichtige kann ich damit machen. Okay, und das schauen wir uns jetzt mal an. Vorab braucht ihr Steam. Jetzt ist der Ton mal schnell weg, weil ich außerhalb des Spiels bin. Ich habe hier mal die Steam-Ansicht. Hier geht ihr auf euer Spiel New World. Schließt natürlich erstmal euren Controller an. Ich teste das Ganze hier mit einem PlayStation 5 Controller, weil ich hier da vielleicht noch eine Taste mehr habe. Das dürfte aber auch mit einem PlayStation 4 Controller gehen. Vielleicht mit Verzicht. Xbox Controller, mal schauen. Aber ihr könnt euch ja das alles anschauen und könnt dementsprechend auch euren Controller anpassen. Wichtig erst einmal Eigenschaften von New World. Controller und Steam-Eingabe aktivieren. Das muss an. Okay. Und dann könnt ihr die Steam-Controller-Konfiguration bearbeiten. Ja, wie ja schon zu sehen ist, sieht man, wird der PS5-Controller erkannt. Und wir gehen hier erstmal in Ruhe einzeln alles durch. Fangen wir mal mit den normalen Joystick-Bewegungen an. Klar, Joystick-Bewegungen gucken, machen, wie was eben gewohnt ist an der Konsole zum Beispiel. Wenn ich mich bewege und diesen Knopf reindrücke, weiche ich aus. Nach links, nach rechts, funktioniert einmal frei. Mit diesem Knopf reindrücken, sieht man schon, ducken. Anfänglich hatte ich auf diesen Tasten die ganzen Skills belegt, aber ich bin nicht klargekommen, weil ich eben aus dem Konsolenspiel, ich brauche unbedingt mein Viereck für Benutzen, Dreieck für Waffe wechseln, habe mir das dann so gelegt. Wir können uns das ja hier auch mal anschauen. So habe ich mir das dann belegt. Und wie man hier sieht, habe ich den dritten Skill, also der hier unten immer stattfindet, habe ich mir auf die Kreistaste gelegt und die anderen zwei Skills, die habe ich mir hier oben hingelegt. Auf den L1 und R1. Wie unschwer zu erkennen ist, ist hier eine etwas komische Kombination. Das zeige ich euch mal. Das bedeutet, ein normaler Tastendruck löst diesen Skill aus. Und dann habe ich noch einen langen Tastendruck. Das bedeutet, wie gerade ich mit einem Lebensstab kann mit diese Bonis auf mich selber wirken. Und da muss ich die Strong-Taste gedrückt halten. Und somit habe ich das dann gelöst mit ein Multitastenmodus, das bedeutet, zwei Tasten gedrückt halten, soll er dann machen, bei langer gedrückter Taste. Testen wir nachher gleich alles aus. Aber sonst springen, benutzen, Waffe wechseln, Skill auslösen, hier oben L1, Skill 1 auslösen, L2, da Skill auslösen, mitgedrückt halten, rechte Maustaste entblocken, angreifen. Die Share-Taste habe ich für mein Inventar genommen. Die Optionstaste, um das Menü
beziehungsweise Escape, dass wenn man irgendwo drin ist und liest, dass man mit Escape auch wieder rauskommt. Die gute Mikrofontaste, also zumindest das Mikro-Stummschalttaste, habe ich hier verwendet, einmal für hinlegen und länger gedrückt halten für Zeltlager aufbauen. Pfeiltaste nach oben, dann die Auto ran. Ich habe es bei mir F4, bei euch wird es dann was anderes sein, Shift oder ähnliches. Und dann eben halt Trank 1, na, ich kann es ja, also Nahrung 1, 2, 3. Den letzten Slot mit 6 überlege ich mir noch, ob ich den belege irgendwie, vielleicht mit lange gedrückt halten irgendwas oder Tastenkombi. Das klammere ich erstmal aus, weil da mache ich vielleicht einen Trank rein oder irgendwas, was ich alle Jubeljahre mal nutze. Da kann ich auch schnell nehmen, zur Tastatur greifen. Und jetzt kommt hier das Gute mit dem Trackpad. Das habe ich auch nochmal extra belegt. Diese Taste hier, PS-Taste, kriege ich irgendwie nicht belegt. Da gibt es blöde Optionen, da könnt ihr euch vielleicht mal durchfuchsen. Aber hier das Trackpad habe ich so gemacht. Eine Seite, einfache Taste drücken. Damit mache ich meine Map auf. Und hier die zweite Seite habe ich zu einem, wenn ich reindrücke, F3 bedeutet hier bei mir die Angel auswerfen. Und zusätzlich habe ich noch als Mausrad gewählt, weil wir müssen ja, wenn wir unsere Karte öffnen, kann man ja mit Mausrad rein und rauszoomen. Und mit Mausrad scrollen ist ja schlecht möglich an Controller. Und so habe ich das mit dem Wischen auf dem Trackpad, mit dem Finger hoch und runter wischen, mir so eingestellt, dass ich damit auch zoomen kann. Und wie das Ganze funktioniert, können wir uns ja gleich mal angucken. So, gehen wir mal ins Spiel zurück. Escape, also drücke ich jetzt meine Optionstaste. Ja, ich kann mich hier mit Controller umgucken, rumlaufen. Ich kann hier an den Teich gehen, drücke mein Trackpad rein. So habe ich meine Angel. Wie man hier sieht, R dürfte ja die Fähigkeit 2 sein. Die drücken wir dann. Ja, dann kann ich euch zeigen. Hier kann ich auch mit dem rechten Stick den Mauszeiger bewegen. Suche mir dann dies aus und bestellt hier mit L2, weil es ja der Angriffstaste ist. Und kann den Köder anbringen. Ja, und das Auswerfen funktioniert ganz normal. Mit den Controller-Tasten. Wir können dann gleich auch noch ins Kampfgeschehen mal gucken. Bloß damit ihr seht, dass das alles so eigentlich super funktioniert mit Controller. Und ich habe jetzt ein paar Sessions schon mit Controller gespielt und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden sogar, wie gut das doch funktioniert mit ein bisschen Umstellung. Klar, im Inventar selber, das Inventarmanagement geht auch. Man sieht es hin und her schieben, auch dann nehme ich doch mal schnell lieber die Maus zur Hand. Aber es funktioniert alles soweit ganz gut. Wir drücken mal das Trackpad rein für die Map. Und probieren mal mit Zoom. Ja, habe ich noch ein bisschen empfindlicher eingestellt. Okay. Da. Es funktioniert aber soweit ganz gut. Okay. Gehen wir mal wieder raus. So, wir können Charakter auch rein und rauszoomen damit. Funktioniert auch super. So, drücke ich mal Dreieck, wie man sieht. Ich kann ruckzuck mit der Dreieck-Taste hin und her wechseln. Die Viereck-Taste, ein Baum fällen. Super. Trigger L2, damit halte ich dann den Block. R2, Angriff. Und dann schau mal, ich greife jetzt mal den Superwolf an. Ein Schuss, der kommt. Und noch ein Schuss. Waffen wechseln. Attacke. Und noch einen hinterher. Und die funktioniert super.
ausweichen. Ich drücke meinen Stick rein. So. Funktioniert auch alles. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wir nehmen mal als Zauber mit dem Lebensstab hier unten meine Q-Fertigkeit, wenn ich nur einmal drücke, da kann ich ja sonst wie anvisieren, aber ganz schlecht mich selbst manchmal. Da muss man dann halt die Strong-Taste und Q drücken. Und das mache ich in dem Fall, wenn ich jetzt die L1-Taste einfach lange gedrückt halte. Und schon wende ich das auf mich selber an. Genau das gleiche mit der anderen Taste, mit dem Kreis. Und das klappt wunderbarstens. Ja, mit der Optionstaste, also Escape, kann ich hier drücken. Das kann ich ja mit dem Stick, dem Mauszeiger, ohne Probleme steuern und kann auch die Menüpunkte anwählen. Ja. Kann hier auch wieder mit dem Trackpad hoch und runter scrollen. Funktioniert auch einmal frei. Eigentlich bloß ein Daumenwischen hoch und runter, weil ich ja die Maus so eingestellt habe. Ja, dann wieder bloß Options und dann Escape raus. Und das Ganze reicht eigentlich für mich im ganzen Spielgeschehen, um stundenlang so auf die Suche zu gehen, bisschen looten, leveln, ohne dass ich so viel die Tastatur brauche. Klar gibt es dann vielleicht hier und da vielleicht mal den einzelnen Befehl, aber in Kämpfen komme ich gut klar, hat bisher Spaß gemacht. Und da ich ja eher der Konsolenspieler bin, freue ich mich dann auch über eine gute, na, sag ich mal, Konsolensteuerung. So, das hat auch geklappt. Na, ich träume jetzt ein bisschen rum, bleib, weil ich noch mit euch erzähle. Aber es funktioniert. Super. Ja, ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen vielleicht dafür begeistern oder einen oder anderen Konsolenspieler, der unbedingt New World spielen will, aber sich mit der Tastatur schwer tut, helfen, dass er das Spiel vielleicht dementsprechend mehr genießen kann. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz doll. Sollte es euch gefallen haben, wie gesagt, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, falls ihr Probleme habt. Auf jeden Fall, Chorio, auf Wiedersehen.